Hallo und Weidmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hans Cook and Grill. Ich stehe heute beim Ingo im Garten, ihr könnt das sehen, ein wunderschöner Gemüsegarten. Und aber es geht nicht um den Garten, der Ingo hat jetzt hier kein Kaninchenproblem, sondern wir haben ein anderes Problem und das steht da. Das, was ihr da seht, ist ein Wildkühlschrank und zwar von der Firma Landig, der LU 9000 Premium. Ich kann euch sagen, ein super Teil. Und das wollen wir heute einmal auspacken. Wir wollen es in Betrieb nehmen und euch einfach mal zeigen, was man damit sonst noch so machen kann, außer wild fachgerecht kühlen. Und bei dieser Folge wünschen wir euch ganz viel Spaß. Ja, das Problem, was wir haben, dieser Kühlschrank ist in diesem wunderschönen handlichen Karton. Und jetzt, Ingo, zeig uns doch mal, wo das Ding hin soll. Das soll dort in den Keller rein. Ja, komm, dann geh mal vor. Runter. Genau, also hier soll das Ding hin und das wird, glaube ich, eine ganze Menge Arbeit, das Teil hier auch runterzukriegen. Und jetzt zeige ich euch nochmal was. Ich habe gehört, du hast unheimlich was in der Ahnung. Ich habe was in der Ahnung. Guck mal, hier ist nämlich noch was. Aber was da so drin ist, das verraten wir euch später. So, das ist ein Unboxing-Video der etwas anderen Art. Wir gehen mal ein kleines Stück zurück. Also das Problem ist... Der Kühlschrank ist zu groß. Der Kühlschrank ist zumindest in der Verpackung zu groß und wir müssen den jetzt einmal im Flur auspacken. Richtig, Füße ab und dann aufrichten. Und dann aufrichten. Die Füße sind nämlich auch im Weg. Wir hoffen mal, dass er das alles unbeschädigt überstanden hat. Wir müssen die Füße abmachen, damit wir den Schrank kippen können. Denn laut der Firma Landig hat der Kühlschrank eine Kipphöhe von 2,5 Meter. Und das passt bei meinem Keller so gerade. Ingo, ich frage jetzt mal, Kipphöhe heißt die Höhe bis zur Decke, ne? Ja. Und jetzt frage ich mal, wie hoch ist denn dein Keller? Meine Körpergröße plus eine Handbreit. Das ist in Zentimetern? Genug. Genug, okay. So, wir haben den Kühlschrank jetzt einmal gedreht. Und jetzt wird der Ingo ihn einmal hochhieven. 2,5 Meter. Achtung! Tada! Super! Also, mit 2 Meter kenne ich mich aus. Also der Grund, warum du diesen Kühlschrank ausgerechnet ausgesucht hast. Ich habe lange gemessen und hin und her geguckt und habe mir dann doch gedacht, ich nehme den großen, weil ich dann die Raumhöhe von ausnutze. Ne? Jetzt kommen noch die Füße drunter und dann sind ein paar Zentimeter Luft nach oben. Und er passt halt exakt. Ja, und du hast ja nur ein bisschen Schiss, dass wir den hier reinkriegen. Ja, genau, ich hatte nur ein bisschen Schiss. Und du hast auch keine Kosten und Mühen gescheut, sehe ich. Du hast extra auch noch eine Steckdose anmontiert. Ja, das habe ich in langer Hand vorgeplant, vor 5 Jahren, als wir den Küchenkeller gemacht haben. So, genau. Extra schon für diesen Kühlschrank. So, jetzt machen wir die Füße drunter und dann gehen wir zum gemütlichen Teil über, ne? Ja, aber erst wenn wir so drunter haben. Gut. Also, wir haben jetzt zum Aufstellen einmal hier oben die Füße rausgenommen. Dazu haben wir einmal die Höhenverstellung rausgeschraubt. Und jetzt müssen wir das wieder drunter schrauben, damit der Kühlschrank schön in der Ecke steht. Jetzt einmal handfest anziehen. Und jetzt haben wir hier die Höhenverstellung. Das ist nämlich auch noch ein großer Vorteil. Man kann nämlich hier, ich würde sagen, das sind gut 10 cm die Höhe verstellen. Wenn der Kellerboden also mal nicht so ganz gerade ist, dann ist das eine wunderbare Sache, damit der Kühlschrank auch schön gerade steht. Und das machen wir jetzt 4-mal und dann sollte der hoffentlich gut aufgebaut sein. Ja, nichts hoffentlich, passt schon. Hier hilft auch keiner hier, ne? So, jetzt haben wir die Transportsicherung entfernt. Darf ich jetzt aufmachen? Das Schönste ist die Folie, ne? Ja, die geht super einfach runter. So, das ist jetzt hier die
die regelmäßig auf. So, ich glaube, jetzt können wir mal probieren. Tada! Wir haben noch eine Bedienungsanleitung und eine Speiswanne. Genau, die ist, wenn ihr das Ding so kauft, mit dabei. Und dann hast du dir als Zubehör noch was dazu bestellt. Um diesen Kühlschrank zu einem universalen Kühlschrank zu machen, natürlich 3 Einschieberoste. Super, und das werden wir nachher mal ausprobieren, wie das so alles funktioniert. Und jetzt ruhig richten wir den Kühlschrank mal ordentlich aus, ne? Richtig, damit er gerade steht. Gut. Wir haben eine Wasserwaage auf dem Kühlschrank und richten jetzt den Kühlschrank genau aus. Mit den verstellbaren Füßen kann man den wunderbar ausrichten. Dann gucken wir mal oben auf die Wasserwaage, was die sagt. Ah, Ingo, ich würde sagen... Kann so bleiben, ne? Das kann so bleiben, das sieht... Ingo, ich würde sagen, das sieht perfekt aus. Das passt. Ich hoffe doch, deswegen wollte ich die Füße auch runter haben. Gut. Ja, dann... Der Kühlschrank ist abschließbar. So kann mir keiner an meine Biervorräte. Stopfen für den Bodenablauf. Und da könnt ihr den Schlauch anschließen. Und man könnte dann beim Reinigen diesen Schlauch hier in den Abfluss führen. Und ihr könnt den Kühlschrank wunderbar einfach reinigen. Außerdem, was ganz wichtig ist, beim Kühlvorgang muss hier hinten dieser Stopfen raus, den ihr da seht, ja, damit das Kondenswasser eben ablaufen kann. Ihr seht hier oben das Wildgehänge. Ich meine, bis zu 120 Kilo kann man da dranhängen. Also ein starkes Schwein kriegt man auf jeden Fall rein. Und auch von der Höhe reicht das hier aus, um hier irgendwie ein Dammkalb oder ein Rotwildkalb hier unterzubringen. Und 4 Rehe kriegt ihr hier locker rein oder auch 2 größere Schweine. Das ist also von der Höhe perfekt, um hier mit einer kleinen Yacht oder auch als Jäger, der ab und zu mal ein bisschen Beute macht, damit super zufrieden zu sein. Die Einlegeböden, die könnt ihr oder sollt ihr bitte einfach mit diesem Bügel, den ihr hinten seht, einmal nach hinten einschieben, damit die empfindliche Rückwand des Kühlschranks vor Beschädigung geschützt wird. Die Einlegebögen halten bis zu 40 Kilogramm, also da bekommt ihr schon ordentlich was rein. Und das Schöne ist wirklich, da kann man auch mal so ein Kistchen Bier reinbringen, da passt wirklich eine Menge rein. Und es passen auch die roten Metzgerkisten, also die Fleischkisten bei dieser Breite wunderbar da rein, sodass ihr auch zum Beispiel Wurstwaren kühlen könnt oder auch Fleisch längere Zeit lagern könnt. Das klappt wirklich super und das zeigen wir euch, wenn wir den Kühlschrank das erste Mal in Betrieb nehmen. Wir haben den Kühlschrank gestern Abend noch in Betrieb genommen und möchten euch heute einfach noch ein bisschen zeigen, was man da alles so mit machen kann. Wir haben heute vor zu wursten, aber das ist ja halt kein Kühlschrank, um irgendwie Wurstfleisch kühl zu halten, sondern um Wild kühl zu halten und auch fachgerecht herunterzukühlen. Wir haben hier einmal den On-Off-Schalter, dann haben wir hier ein Lüftersymbol. Jetzt ist der Kühlschrank auf Dauerlüftung eingestellt, das heißt, der Lüfter läuft permanent durch. Das ist eben was für kurze Lagerungszeiten oder zum Runterkühlen von Wild. Und man kann hier wunderbar die Temperatur einstellen, der steht jetzt auf 2 Grad und durch Drücken des Temperatursymbols kann ich eben auf bis zu minus 5 Grad herunterkühlen. Das ist eben zum Antauen von Wurstfleisch total gut. Und wenn ich den Lüfter ausschalte, dann ist das etwas für längere Lagerungszeiträume. Das heißt, der Lüfter läuft nur dann, wenn auch der Kühlkompressor läuft. Und wenn mein Wild also die Temperatur erreicht hat, dann kann ich einfach, um Energie zu sparen, den Lüfter ausschalten. Jetzt werfen wir mal einen Blick hinein. Da hängt auch schon etwas drin. Und zwar haben wir hier ein Reh. Und ich habe das einfach mal ganz bewusst ganz oben aufgehängt. Und ihr seht, das Stück kann gestreckt in der Kühlung hängen. Das ist also überhaupt gar kein Problem. Und es empfiehlt sich bei stärkeren Stücken, also auch hier einen Spreizer einzusetzen. Aber durch die Umluftkühlung ist das Fleisch wirklich wunderbar auf Temperatur zu bringen und kann hier super gut ablagern und abhängen und reifen. Also, top Gerät. Hier passen locker 4 Rehe rein, Ingo. Ja. Oder 2 große Wildschweine. Oder 2 größere Wildschweine. So, das Reh, das kommt natürlich jetzt in die Wurst. Und dann zeigen wir euch, wie es weitergeht. Der Kühlschrank ist natürlich in erster Linie für die Wildkühlung geeignet und für das fachgerechte Herunterkühlen von erlegtem Wildbret. Ihr könnt aber auch Folgendes tun.
Das nächste Schüsseltreiben kommt bestimmt, oder wenn ihr vielleicht mal eine größere Feier habt, ihr könnt in diesem Kühlschrank auch super Getränke runterkühlen. Das geht ultra schnell und ja, außerdem geht auch noch Folgendes damit. Ja, der Kühlschrank ist auch super geeignet, um dort Fleisch anzutauen, weil wir wollen heute noch Wildbratwurst herstellen. Und wir haben über Nacht im Prinzip dieses Wurstfleisch in dem Kühlschrank gelagert. Das ist jetzt schön angetaut, ist also ja noch relativ fest, aber lässt sich natürlich hinterher super durch den Wolf drehen und das Fleisch kann man jetzt gut verarbeiten. Außerdem, wenn ihr Wurstbret hergestellt habt, dann stellt ihr den Kühlschrank einfach auf eine niedrige Temperatur, auf 1 oder 0 Grad, und dann könnt ihr auch das Wurstbret da noch einen Moment drin stehen lassen, ohne dass ein Verderbnisprozess einsetzt. Ingo, wie gefällt dir denn der neue Kühlschrank? Ich bin froh, dass ich mir den angeschafft habe. Ich habe lange rumprobiert mit einem Getränkekühlschrank. Das war alles im Grunde nur Murks und Behelf. Und jetzt kann ich endlich wild gescheit kühlen. Ja, das würde ich auch sagen. Also das Ding macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und ihr habt das gesehen, es lässt sich relativ einfach aufbauen. Die Lieferung ist top, kommt in diesem großen Umkarton. Das sieht natürlich erstmal sehr groß aus, das Teil. Aber mit ein bisschen ja, Muskelschmalz kriegt man das gut aufgebaut. Für kleine Räume wie hier ist das Gerät super gut geeignet, oder auch vor allem für Kellerräume, die eine relativ niedrige Deckenhöhe haben. Und ich hoffe, wir konnten euch zeigen, dass das Gerät echt für einen passionierten Jäger eine super Anschaffung ist. Ich kann nur sagen, probiert es einfach mal aus, schaut euch das Ding vielleicht mal auf der nächsten Messe an, wenn es Corona-bedingt überhaupt eine Messe gibt, oder guckt euch dieses Video an. Lasst einen freundlichen Kommentar da, vielleicht so ein Abo, macht's gut und weit man Zeit.